29. November 1971. Heute vor 50 Jahren wurde der Unternehmer und Aldi-Nordgründer Theo Albrecht entführt. Michael Kruse. In der Dezemberausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst vermeldet Moderator Eduard Zimmermann. Vor 11 Tagen, am 29. November, haben bisher unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Hinter der Entführung stecken Heinz-Joachim Ollenburg, ein hochverschuldeter Rechtsanwalt, und der Tresorknacker Paul Krohn, in einschlägigen Kreisen Diamantenpaule genannt. Die Kidnapper hatten ihr Opfer über das Buch Die Reichen und die Superreichen ausgesucht. Als Theo Albrecht am Abend sein Büro im westfälischen Herten verlässt, zwingen die beiden ihn in ihr Auto und lassen sich erstmal den Personalausweis zeigen. Diese schlicht gekleidete Person soll der schwerreiche Chef der Aldi-Gruppe Nord sein? Dann nehmen die Entführer Kontakt mit Theos Bruder Karl auf. Ich rufe an, wegen ihrem Bruder. Ist alles klar? Wer ist denn da? Ihr Bruder hat Ihnen geschrieben heute. Ja? Ja. Ja, aber da ist doch ein Name vereinbart worden. Dr. Meyer. Ach, ich bin froh, Herr Dr. Meyer, dass Sie mich anrufen. Ihr Bruder verliert langsam die Nerven. Die Kidnapper verlangen 7 Millionen Mark, die höchste Lösegeldsumme, die bis dahin in der Bundesrepublik gezahlt worden war. Die streng katholische Familie Albrecht lässt die Polizei weitgehend außen vor und bittet den Essener Bischof Franz Hengsbach, das Lösegeld zu überbringen. Die entscheidenden Informationen für die Übergabe erhalten die Entführer per Fernsehbotschaft. Bitte bleiben Sie weiterhin mit dem Vermittler in Verbindung. Dieser wird niemanden über den Übergabeort und Zeit unterrichten. Nach Rückgabe des Entführten soll Theo Albrecht 24 Stunden bei dem Vermittler verbleiben. Dadurch sind Verfolgungsmaßnahmen für diese 24 Stunden ausgeschlossen. Bitte handeln Sie bald. Nach einem Martyrium von 17 Tagen wird Theo Albrecht freigelassen. Versteckt hatten ihn die Entführer die ganze Zeit in einem Hinterzimmer von Ollenburgs Anwaltskanzlei, während vorne im Büro die ahnungslose Sekretärin saß. Unmittelbar nach seiner Freilassung gibt Albrecht den vor seinem Wohnhaus wartenden Reportern das einzige Interview seines Lebens. Also ich bin gesund. Ich bin natürlich sehr, sehr müde. Es hat mich ziemlich strapaziert. Hatten Sie während der Zeit der Gefangenschaft daran geglaubt, dass dieser Fall gut ausgeht? Also ich habe die Hoffnung nicht untergehen lassen. Was werden Sie nun weitermachen? Also ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe. Die Entführer werden schnell geschnappt. Zuerst Diamanten-Paule, der seine Schulden bei einem Elektronikhändler begleicht, mit 500 Markscheinen, die natürlich registriert waren. Ollenburg wird kurz darauf in Mexiko festgenommen. Beide wandern für 8,5 Jahre ins Gefängnis. Rund die Hälfte des Lösegelds bleibt verschwunden. Theo Albrecht ist fortan nur noch in einer gepanzerten Limousine unterwegs. Nach seinem Tod 2010 steht das Fahrzeug bei einem Autohändler zum Verkauf. Er ist ja, als er gekidnappt wurde, im Kofferraum entführt worden. Damit ihm das nicht nochmal passiert, gibt es hier oben ein Telefon und da oben an der Decke im Kofferraum und nochmal ein Knopf, mit dem er den Kofferdeckel rausspringen kann. Ein Leben lang litt Aldi-Gründer Theo Albrecht an den Folgen der Entführung, die am 29. November 1971 ihren Anfang nahm. Das war heute vor 50 Jahren.